Wow, Alter, dieser verdammte Hase, der hat mich genau in die Falle gelockt. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Subsistence. Ich habe ein bisschen weitergespielt, beziehungsweise ich habe gesammelt ziemlich viel. Hier habe ich ein bisschen Tomaten angepflanzt, auch wenn es tatsächlich nicht wie Tomaten aussieht. Aber das haben wir ja schon mal festgestellt in einer Folge. So, die wachsen hier fröhlich vor sich hin. Ich brauche noch ein bisschen Dünger. Gucken, habe ich hier noch was drin? Hier habe ich nichts mehr. Okay. Dann habe ich Bretter und sowas gesammelt, um die Kisten hier umzustellen. Da brauche ich das hier und das hier, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Muss ich mal eben gucken. Nägel brauche ich. Okay. An Nägel habe ich ja genug. Nehme ich mir mal eben mit. So, und dann 1, 2, 3. So. Sehr gut. Da kommt nämlich der ganze Kram, die Kisten kommen dann oben hin, tatsächlich. Da kann ich die auch direkt mal hinsetzen. Die kommen dann hier hin, 1, 2, 3 und das Bett kommt dann irgendwann auch hier hoch. So, hier ist schon mal eine Kiste. So, hier setze ich mal so, ne? Habe ich die Arbeitsfläche auch direkt ein bisschen vergrößert. Das sieht auch ganz gut aus. Sehr gut. Das ist direkt die nächste. Das ist, glaube ich, immer die 8. Ja, genau. Also ein bisschen schön aussieht. So, ne? Ja, kann man lassen. Und die andere setze ich. Nice. Und die andere setze ich dann hier hin. So. Okay. Dann haben wir hier den ganzen Stauraum. Da oben kommt dann das Bett noch hin, denn ich brauche den Platz. Also hier kommt das Teil nochmal hin, dieser Stromspeicher, weil ich nur bis 1000 maximal Kapazität habe im Moment. Und ich möchte, wenn den Kühlschrank brauchen, der braucht aber 1200. Deswegen kommt das dann irgendwann hier noch hin. Aber das alles mit der Zeit. Jetzt räume ich erstmal die Kisten ein. So. Und ich habe mir ja direkt noch eine mehr gemacht, damit ich noch ein bisschen mehr Stauraum habe. Nice, das wächst alles ganz fröhlich. Sortieren kann ich das später immer noch. So, Eisen habe ich mir auch hergestellt, um Lockpicks zu machen. Da habe ich aber noch nicht genug Energie für, um so krasse Kisten aufzumachen. Aber alles mit der Zeit. So, okay. Muss ich mal gerade, jetzt muss ich mal gerade überlegen. Mache ich hier, glaube ich, tue ich die Waffen rein. So, so. Die behalte ich. Das kommt dahin, das kommt hier, dann kommt hier auch der ganze Arzneikram rein wieder. Ich glaube, eigentlich lasse ich das komplett so, wie es war. Das hier behalte ich noch. Das hier kommt hier hin, das hier kommt dahin. So und so. Und den Hammer natürlich noch. So, dann kann ich mal eben hier noch zwei draus machen. Sehr gut. Denn ich möchte mir. Ach ja, genau. Das war ja jetzt oben. Ah. Denn ich möchte mir noch. Brauche ich noch Holz? Holz brauche ich noch. Ich möchte mir noch hier das Fire Starter Kit machen. Okay, ja, brauche ich noch ein bisschen Holz. Dann gehe ich das mal eben holen. Und dann kann ich auch gleich mal zeigen, hier, den Generator habe ich auch voll gemacht. Damals auch schön viel Sprit drin. Das ist sehr gut. Okay, der Wolf ist nicht da im Moment. Hier ist nämlich immer so ein Level 5 Wolf, der mich ein bisschen nervt. Und hier habe ich so ein Haus für Tiere gebaut. Das ist ganz cool. Oh krass. Da kann ich hier, glaube ich, die Exkremente des Tieres als Dünger benutzen. Das wäre natürlich extrem krass. Dann habe ich nämlich noch mehr Dünger. Okay, das mache ich, glaube ich, dann noch irgendwann mal. Eisen. Oh. 10 Stück habe ich zwar. Wollte ich aber eigentlich für die Lockpicks gebrauchen, aber naja, mal gucken. Mal gucken. Den Rest haben wir alles. Das können wir alles machen. Das ist alles kein Problem. So, jetzt noch ein bisschen Holz holen. Nice, der ist abgefarmt. 2 Stück.
So. Okay, da können wir direkt die Sticks draus machen. Sehr gut. Dann haben wir das auch schon mal. Und dann möchte ich mich dran begeben und einen Hasen fangen. Ganz gerne. So, jetzt mal eben gucken hier. Da brauche ich ja zwei Stück für. Da brauche ich ja viel mehr Holz. Ich habe gedacht, eins pro. Okay, dann brauche ich noch ein bisschen Holz. Gut. So. Oh, nice, eine Kiste. Ein paar Beeren. Ah, die Proteine. Das ist der Hauptgrund, warum ich die Tiere haben möchte. Damit ich nicht immer die Wölfe und sowas jagen muss. Damit ich mehr Proteine habe. Das wäre halt ganz gut. So. Machen wir uns noch ein paar Sticks. Und dann müssen wir einen Hasen jagen gehen. So. Wo ist denn das andere hin? So. Okay, dann müssen wir jetzt einen Hasen jagen gehen. Und das ist immer schwierig. Weil die so schnell sind und so klein. So. Okay, nice. Das habe ich alles. Jetzt kann ich hier mal eben die hier entfernen. Oh Gott, das dauert ja Ewigkeiten. So. So, da kriegt man die Hälfte auch wieder. Jetzt habe ich nämlich hier dann mehr Platz. Jetzt kann ich mich hier freier bewegen und es sieht auch schon direkt aufgeräumter aus. Das ist gut. Die Kisten standen da tatsächlich einfach nur, weil ich... damals nur ein Fundamenthaus hatte, weil ich dachte, das reicht für den Anfang. Und dann habe ich ganz schnell gemerkt, oh nein, das reicht nicht. So, mal eben gucken. Das hier habe ich. Das kommt hier hin, da, da und da. Und das kommt da hin und dann habe ich keinen Platz mehr. Okay, die muss ich ja alle noch ein bisschen sortieren, aber das ist alles kein Problem. Dach möchte ich auch noch bauen. Aber jetzt haben wir hier oben auf jeden Fall unser Lager und hier unten unser ganzen Technikkram. Das Ding möchte ich dann hier nochmal bauen, demnächst irgendwann. Und dann können wir auch einen Kühlschrank bauen, der kommt dann auch oben hin. Das alles dazu. So, jetzt möchte ich aber einen Hasen jagen gehen. Und es ist halt schwierig, weil der Hase muss noch so 5 Healed haben, damit er halt unmächtig ist, aber halt nicht tot. Und dann kann ich den mitnehmen und in das Hasenhaus setzen. Aber die sind halt so schnell, ne? Das ist das Problem. Und ganz ehrlich, ich bin so froh, dass die Nachbarn im Moment aus sind. Dass ich mich hier frei bewegen kann. Und ich keinen Schiss haben muss, abgeknallt werden. Nice. Die drei Sachen, die brauche ich überhaupt nicht. Und die finde ich an jeder Ecke. Aber Zeug, das ich brauche, findet man nirgends. Oh, da hinten ist einer. Ich bin ein bisschen nervös. Nice, ich habe ihn erwischt. Ja, genau. Der Hase läuft natürlich genau zum Level 3 Wolf, so dass ich nicht mehr hinterherkomme. Nice. Oh, eine Kiste. Ja, genau, als ob. Du behinderter Spinner. Ich hoffe, er kommt jetzt nicht. Wow, what the fuck? Oh Gott. Wow, oh, Alter, was? Wo denn? Ich bin gerade ein bisschen... Ich war gerade ein bisschen geflasht. So, hier haben wir einen Proteinriegel, die sind immer gut. Ziehen wir uns direkt mal rein. Ja, obwohl, so viel bringt das auch nicht, ne? Naja, immerhin ein bisschen. Aber ein Streichholz haben wir auch. So. 5 Schuss haben wir noch am Start. Und ich muss gucken, wo der Hase ist. Da unten ist so eine Kiste. So eine Kiste, die ich mit dem Lockpick aufmachen möchte. Muss ich mir unbedingt herstellen. Das wäre natürlich dann... Aber das wird auch noch alles. Das werde ich auch noch alles machen. Aber deswegen möchte ich die Nachbarn im Moment ein bisschen
auslassen, damit ich mich hier halt etwas besser aufbauen kann. So, wo ist denn der Hase hingelaufen? Der ist doch hier in die Richtung gegangen. Shit. Ich finde ihn nicht mehr. Das ist ein Hühnchen. Nein. Okay, ein Schuss ging daneben. Sehr, sehr gut. Da ist das Hühnchen. Shit, es ist tot. Ja. Okay. Das Hühnchen hat es leider nicht überlebt. Habe ich gedacht, es könnten Hühnchen und ein Hasen da drin haben, aber... Oh, nice. Kann ich direkt mal eben nachladen. Wow, what the fuck? Ein Level 2 Bär. Also die Bären, die sind echt noch zu heftig. Hätte ich jetzt das Gewehr dabei, wäre es nicht so schlimm, aber... So ist das wirklich ein bisschen zu krass. Okay, da hinten läuft ein Wolf. Da hinten ist eine Kiste. Hier ist auch noch eine Kiste. Das ist ja alles gut und schön, aber ich möchte halt ganz gerne einen Hasen haben. Oh, da sind direkt zwei Kisten am Start. Nice. Ich bin einfach so krass am Arsch. Heftig. Muss gleich erstmal nach Hause was essen. Oder halt ein paar Bären finden. So, nice, nice, nice. Vielleicht mal ein bisschen Munition. Für die Hasenjagd. Sehr gut. Schön. Sehr, sehr gut. Vielleicht direkt nochmal zwei Schuss machen. Okay. Das ist ja alles gut und schön, aber es sind ja keine Hasen hier. Ich glaube... Okay. So. Dann habe ich mich da schon mal ein bisschen auf... Wow. Ein bisschen aufgefüllt. Okay, das Hühnchen läuft da unten. Der Wolf rennt mir natürlich jetzt genau in den Weg, ne? Das ist ja klar. So. Da unten ist das Hühnchen. Nice. Und es lebt noch. Sehr gut. Ich habe auf jeden Fall schon mal ein Hühnchen. Das ist geil. Und ein paar Kisten. So, ein Hühnchen habe ich. Jetzt brauche ich nur noch einen Hasen. Nein, bitte lauf nicht weg. Nein, bitte. Bitte bleib hier. Ich wollte dir doch gar... Wow, Alter, dieser verdammte Hase. Der hat mich genau in die Falle gelockt. Das gesehen? Hab den Bär überhaupt nicht gesehen. Alter, da oben ist eine krasse Kiste drauf. Wie heftig ist das denn? Okay, er rennt weiter. Er rennt natürlich wieder zum Wolf. Das ist, ich glaube, das ist so der Trick von den Hasen irgendwie. Ich weiß es nicht genau. So, ich habe Hunger. Das ist nicht gut. Ich möchte jetzt noch... Da ist er. Nein, bitte! Lebt er noch? Ich glaube, er ist tot. Oh, schade, er ist tot. Mist. Naja, egal. Viel Munition verschwendet, aber ein Hühnchen habe ich, ja. Das ist ja nicht... Alter, krass. Okay, hier ist auch so eine krasse Kiste. Die möchte ich ganz gerne haben. Okay, ich habe den Schuss verschwendet. Ich habe gedacht, ich könnte es noch treffen, aber... Es ist sowieso weg. Okay, nice. Es ist weg. Jetzt ist mir auch ein bisschen zu viel Action los, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also hier ist so eine geile Kiste, die muss ich mir unbedingt mal irgendwann holen. Aber jetzt im Moment bin ich erstmal froh, dass ich zumindest ein Hühnchen habe. Es lebt noch. Oh, sehr gut. Und jetzt gehe ich erstmal schön nach Hause mit dem Hühnchen. Da kommt jetzt das Hühnchen rein. Oder kommt das hier rein? Ich setze jetzt einfach mal hier rein. Oh, krass. Es ist schon kräftiger geworden jetzt gerade, oder? Ich weiß nicht genau. Sieht so ein bisschen komisch aus. Also sah gerade anders aus. Naja, egal. So, der ganze Kram hier wächst auch. Das ist gut. Gehe ich jetzt mal eben hoch. Das kommt auch hier hin. Das nehme ich mir mal eben. Dann mache ich mir noch ein bisschen Munition. So. Dann kann ich den ganzen Kram hier wieder wegtun. Die brauche ich noch. Das kann ich drüben hin tun. Hähnchen. So, den Hasen. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt auch vergammeln oder nicht. Ach krass, die legen auch Eier. Das ist natürlich geil. Das ist natürlich sehr, sehr cool. So. Das hier, das hier. Oh, ich habe zu viel Kram, ey. Ich habe einfach zu viel Zeug dabei. Heftig. So und so und so. So, laden wir die Pistole nochmal nach. Dann haben wir das auch. So. Okay, dann haben wir jetzt auf jeden Fall noch einen Hasen und ein Kaninchen oben. Und wir haben hier ein Hühnchen liegen. Das ist ganz gut. Es füllt sich auch wieder mit Leben auf. Das heißt, dem Hühnchen wird es bald wieder besser gehen. Das ist ganz in Ordnung. Und wir haben hier. So, wir haben hier ein bisschen Platz gemacht, wir haben ein bisschen aufgeräumt. Da kann ich dann noch ein bisschen Technikkram aufbauen, dass ich dann den Kühlschrank noch bauen kann und diese Wasserversorgung. Hier. Und dann vielleicht noch ein paar Solarzellen. Das Lockpick brauche ich auf jeden Fall. Mindestens zweimal. Wir haben ja zwei Kisten gefunden. Das kann ich mir eigentlich auch schon bauen, ne? Muss ich mal schauen, muss ich mal gucken. Obwohl ich ja eigentlich das Tierhaus noch upgraden wollte, dass ich dann Dünger habe. Und da hinten ist auch ein Hühnchen. Nice. Ich überlege, ob ich es mir jetzt gerade noch hole. Vielleicht in der nächsten Folge. Wir werden dann hier und werde ich das Dach noch bauen. Das Bett kommt noch hier rüber. Vielleicht kommt noch eine Couch hier hin. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall haben wir noch viel, viel zu tun. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis später. Ciao.